Hallo, hier sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind in Einsamkeit, nee, sind die Katakomben von Potema. Da befinden wir uns. Die sind auch in Einsamkeit, klar. Wir sollen dafür sorgen, dass Potema, ist die Wolfskönigin, dass die endgültig vernichtet wird. Und wir haben hier mit Raugen zu tun und hatten aber auch schon einen Volki-Haar-Vampiren. Also zwar eine Vampirin, aber auf jeden Fall sind hier auch möglicherweise noch mehr Vampire als nur diese eine. Ja, ich glaube, davon kann man ausgehen, dass das nicht die einzige war. Kannst du mal gucken, ob er dich schon erwischt hat? Wir mussten nämlich unsere Ketten wechseln, nachdem uns die Vampirin angegriffen hatte. Da ist manchmal ganz gut, wenn man mal guckt, ob man vielleicht irgendwo negative. Die wollte ich erst mal auf die Favoriten Ja. setzen, damit ich nicht immer ins Inventar gehen muss. Und die hat uns angegriffen, bevor ich die Kette anhatte, Ja, aber es war ein aber hat uns Fernangriff, von nicht daher hat sie nicht erwischt. erwischt. Aber man könnte immer, muss man mal wieder kontrollieren. Wie man das Ja. mit diesem netten. Na, guck mal. Ein Ja, es ist ein Übermaß Skillbox, können wir an mitnehmen, aber das können Dieben, wir schon. das kennen wir leider schon. Ja, wir sind nämlich kein Werwolf geblieben und deswegen sind wir nicht immun gegen Krankheiten, sondern müssen uns in einer anderen Form schützen. Das kann man mit der Kette tun. Und wenn man erwischt wird, dann kann man sich so einen Trank der Krankheitsheilung genehmigen und kann sich auch wieder heilen. Und wenn man sowas alles nicht hat, dann muss man halt zum nächsten Tempel rennen. Ja, und das innerhalb von 3 Tagen nach Möglichkeit. Ja. Sonst wird es schwierig, den Vampirismus wieder loszuwerden. Es sei denn, man will einen Vampir machen. Da ist jemand gepoppt oder geploppt. Lasst das. Ich bin nicht geschlichen. Ja, solltest mal wieder schleichen. Also Ja, Lautlosigkeit haben wir ja auch bin schon ausprobiert. gerade Das hat dabei. ja ganz wunderbar geklappt. Das sollten wir auch ruhig Ja, machen hier ab und zu. bin gerade dabei. Weil wir müssen ja immer noch Illusion ist das, ne? Ja. Illusion müssen wir ja immer noch ein bisschen skillen. Steht der auf? Nein. Nee. Der wäre auch so, glaube ich, nicht aufgestanden. Das kann man ja nie Nee. wissen. Aber jetzt wissen wir's. Ich glaube, Lautlosigkeit hält 3 Minuten. Oh. Das ist eine Falle. Also. Aber wo ist der Auslöser? Springen wir rüber. Mal einen Speicher vorher, falls es noch nicht Ja, gemacht ist. ja. Okay. Das Hängemoos, das wollten wir unbedingt haben. Dafür riskieren wir unser Leben. Ich wollte ihn durchsuchen. Meiner. Also seitdem wir unsere Gewächshäuser Das haben und unsere Gärten, sammeln wir kaum noch irgendwelche Zutaten. Wir sammeln nur die Zutaten, die wir nicht selbst anpflanzen können. Beziehungsweise die, die man sowieso nicht anpflanzen kann. Kieferschwänze und sowas. Und schon Oder wieder Eier ein oder irgendwas anderes. Kindertor. Ja. Inzwischen kaufen wir die auch gnadenlos, weil wir eigentlich ziemlich viel Geld haben. Und auch bei jedem Händler ja verkaufen können. Alles. Und du hast, glaube ich, ziemlich viel nicht verschwendet. Natürlich nicht. Verschwendet ja keine Zutaten. Aber du Nein, hast habe ziemlich ich viele nicht. verbraucht, ne, als du Ja. deine ganzen Tränke Naja, gemacht hast. klar. Allein schon die Elementarschutz Getränke sind ja Blitz, Feuer, Frost. 40 von jeder Sorte. Ja. Wir brauchen ja Vorräte. Denn es dauert dann doch wieder eine ganze Weile, bis man von 15. Oh, das ist eine Farbe. Wo ist er? Die sagen doch was, aber es sind so richtig hässliche Stimmen und was die erzählen, das kann man nicht verstehen. Ah, da wackelt er rum.
Ja, wir sollten dann wirklich auch mal das auf 15 herabsetzen wieder, ne? Ja. Im Augenblick bringt es nichts, weil wenn wir unterwegs sind, können wir natürlich machen, aber wenn wir unterwegs sind, dann dann bringt es ja sowieso nichts, weil wir ja keine Asche nehmen. Wir werden Alchemie dann wieder offscreen machen, meistens, aber ich denke mir auch, wenn wir jetzt auf Level 15 wieder sind, für Leute, die zu faul sind, das alles zu lernen und überhaupt, aber ab und zu auch mal einen Gesundheitstrag machen möchten, kann Pepe dann ja mal kurz, so 2 Minuten mal zeigen, wie er sich wieder höher bringt. Ja. In Alchemie, also wieder höhere Stufen erreichen. Ja, wenn wir nächstes Mal wieder im Labor sind, dann. Also, längere Sessions wollen wir da nicht machen. Nö, nee, ich denke nur mir, dass die meisten kurz, Leute unglaublich langweilig. Nur mal kurz zeigen, welche Tränke sinnvoll sind, die man so ständig braucht. Du hast auch Schmiedekunst-Tränke gemacht, wir müssen ja dann irgendwann immer. Ah, was habe ich jetzt eingesteckt? Ich habe einen Apfel. Essen, ich weiß es nicht genau. Nee, war doch kein Apfel. War kein Apfel. Naja. Oh, ja. Irgendwann wirst du dich wundern, was du da in deiner Tasche herumträgst, wenn du sagst, bin ich blöd. Komm, wer hat mir den Trödel in die Tasche gesteckt? Mhm. Ja, wir wollen ja dann, wenn wir das hier erledigt haben, was aber nicht ganz so einfach sein wird, denn die ist eine ganz schlimme Gegnerin eigentlich pro Thema. Dann wollen wir den Radweg noch machen und Esbern zu Delfinen bringen. Das wäre dann wieder ein Schritt weiter im Hauptquest. Und danach wollen wir dann auf Dämmerwacht umstellen. Ja. Und dann wollen wir uns nämlich neue Waffen schmieden. Muss ich noch gucken. Und Pfeile herstellen. Drachenpfeile. Ja. Sind die besten im Spiel. Also für die Leute, die bisher noch nicht zugeguckt haben, wir spielen auch Meister jetzt gerade. Also schon seit einer Weile. Das wollte ich nur wissen, dass es hier nicht weitergeht. Da sind wir hergekommen. Gut. Dann geht's da hinten weiter. Ob wir auf legendär spielen, das wissen wir jetzt noch nicht. Das werden wir dann sehen. Ja. Auf jeden Fall leveln fast alle Gegner. Also hier hat man schon ein paar Endgegner. Mit uns. Die hätten wir auf legendär garantiert nicht geschafft. Richtig. Ja. Dabei ist Pepe schon ganz gut, denn er hat Schleichen auf 100. Und Schießen ist er ja auch schon in den 90ern. Ja, mal gucken, wie weit sind wir eigentlich mit dem Bogen. Einhändig müssen wir noch gut was tun. Ja. Schießen sind wir auf 94 jetzt. Ja, ja. Naja. Ich schieße. Entschuldigung. Wir schießen hauptsächlich. Jemand? Wir spielen nicht viel ein. Also, er kämpft nicht viel mit seinem Einhandschwert. Weil es meistens gar nicht nötig ist. Ja, aber bleib doch mal stehen. Wie soll ich dich treffen, wenn du hier rumläufst? Ja, so ist es gut. Ja. Danke. Wir wollen aber auch noch ein bisschen Zerstörung skillen später. Von 90 auf 100 muss man ja dann ganz alleine alles machen. Und da wird Pepe dann eben auch mehr mit seiner Waffe kämpfen, Einhandwaffe kämpfen müssen, stimmt? Genau, ja. Das werde ich dann mal sehen, wie weit ich mit dem Bogen noch gehe, bevor ich wieder auf Einhandwaffen zurückgreife, sozusagen. So, und jetzt habe ich ihn auf der 7, das ist gut. Ja, also so kommt auch langsam. Ja,
wenn wir in Städte sind, das können wir ja dann noch, solange wir nicht Dämmerwacht hier aktiviert haben, kann er dann auch alle Leute heldenmütig machen, wenn er trifft. Er hat allerdings jetzt auch, glaube ich, gesehen, Hirsch oder ein Elch, heldenmütig gemacht. Und der war dann so heldenmütig, dass er uns angegriffen hat. Ja. Oh, ein uralter Vampir. Der Elch. War schon lustig. Dann muss er dein kühnes Reden benutzen, um ihn dann wieder ruhig zu stellen. Ich war süß, hat uns immer angegriffen. Ja. Und dann die ganze aber Schüchternheit mit über eine Scheu konnte verloren. Ich ihn wieder beschwichtigen. Ja. Also hat auch mal die Krabbe heldenmütig gemacht, aber die hat er sich nicht drum gekümmert. Nö. War immer noch in der Haustür. Unsere, also unsere Hauskrabbe Krabbe ist ja eine Hauskrabbe und die ja ist friedlich, auch wenn sie heldenhaft ist. Hey, was macht der denn wohl? Das ist im Wasser. Der wartet durchs Wasser. Na, da hat er sowieso schlechte Krabben, wenn er im Wasser ist. Im Wasser ist aber da ist noch einer. Leg dich dazu und sei friedlich. Gibt's hier noch mehr von dem Zeugs? Warum gucke ich eigentlich immer rein? Aber wenn ich 100 Mal umsonst reingeguckt habe, dann kommt doch wieder was Hübsches zum Vorschein. Oh, ah, hier ja ist eine Platte. Hm. Dann gucken wir mal, gibt es hier ja was zu holen? Ich muss schon sagen, schmutzige Wasser, das ist relativ klar. Oh, wolltest du nicht mal Ohren nicht mehr aufmachen, weil in dem Fall ist ja die ein oder andere. Das hat sich ja sogar gelohnt. Wir haben gesagt, wenn da so viele Ohren rumstehen und da jede einzelne anguckt, das ist absolut schrecklich für jeden Zuschauer. Also dazu zähle ich mich auch. Und deswegen soll er das nicht. Ja, man gönnt mir gar nichts mehr. Wer denn hier geflutet? Warst du schon mal da? Okay, wenn nämlich irgendeinen Raum betritt, dann fallen Teller und Tassen durch die Gegend. Ja, das sieht alles so gleich aus hier, aber hier waren wir noch nicht. Nee. Ja. Deutlich zu sehen. Das ist eigentlich auch ziemlich geradlinig, glaube ich. Doch mal, was es hier so Hübsches gibt. Nix. Jede Menge von gar nichts. Es ist leider nichts hinter dem Wasserfall. Mhm. Aber bei uns auf dem Bildschirm sieht es richtig toll aus, ne? Wie man jetzt so guckt, wie wir es gerade spielen, also jetzt gerade spielen. In YouTube sieht es ja manchmal etwas anders aus. Das ja. Aber hier sieht es echt toll kommt aus. Kommt drauf an, wie schnell die Leitungen sind. Mhm. Wie gut die Qualität am Ende ist. Einer von uns beiden war hier zu viel. Wer hat dich gesehen? Du lässt das jetzt bleiben. So ist es. Ja, genau. Tut doch weh. Oh, war der reich. Hm? Zwei Bäume jetzt noch. Oh, ah, doch. Also wenn sich jetzt jemand fragt, warum wir so reich sind, es liegt daran, dass wir sehr viel Alchemie betrieben haben und auch Schmieden auf 100 gekommen sind natürlich. Der hat immer noch nicht mehr, ja. Ja. Und dann kann man die Tränke teuer gut verkaufen. Ja, vor allen Dingen die Tränke, aber man kann auch umwandeln, ist zwar mühsam, bringt einen aber in Veränderung weiter.
Und dann kann man aus Eisenerz Gold machen. Und man findet ja eine Menge Steine unterwegs. Und die kann man dann zu teurem Schmuck verarbeiten. Das ist auch eine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Also es gibt viele Möglichkeiten, reich zu sein. Ja. Reich zu werden. Ohne dass man jetzt wieder irgendwie cheaten muss oder so. Das kommt einfach. Und das ist auch nützliche Sache. Also das ist auch sehr nützlich, wenn man schmiedet und lernt oder Funder kriegt. Und jetzt mit Solzheim, also mit Dragonborn, kann man ja auch legendär gehen und kann dann ja wieder seine von 100 zurücksetzen auf 15 und sich neu irgendwo wieder auf 100 steigern. Und dadurch kann man halt auch fast also sehr hochkommen in sein Level. Also weit über 80. Ja. Und man kriegt natürlich noch ein paar Perks extra. Man vergibt ja nicht nur die, weder die man zurückgekriegt hat, sondern man kriegt eben zusätzliche Level und das bringt dann wieder zusätzliche Perks. Oder das heißt zum Schluss richtig, wie es ist spät und alles. Ach. So sollte man mal aufpassen. Ja. Da muss man ja wieder anhalten, die geht ja wieder runter. Ja. Ganz schön lange. Also ich störe dich jetzt nicht mehr. Lass dich jetzt konzentrieren. Oh. Zack. Du störst doch nicht. Ich glaube, muss man trotzdem schnell sein. Kannst du doch nicht. So. Das wird ja sehr... Ja, ich glaube, ich mach mal wieder... Gefährlich aus irgendwie. Ja. Das macht so schön Flups. Lautlosigkeit. Ewige Heilung. Gesundheit. Das wollte ich gar nicht. Das ist einfach ein. Meinst du, von dem, was er jetzt hier genommen hat, war die eine Heilung vielleicht nicht schlecht und hier Knoblauch kann man nämlich nicht anwenden. Aber Frostbiss geht nicht besser. Ah ja, können wir ja wieder wegwerfen. Hänge muss brauchen. Ansonsten könnte es sein, dass wir auch mal ein bisschen Kleingeld brauchen. Ja? Ach Quack. Dafür haben wir ja, wisst ihr, er sieht einen Chemietisch und schon schmeißt er sich darauf. Er kann nicht anders. Ist ein Reflex. Nee, ich wollte gucken und habe auf statt auf W für Laufen auf E für Benutzen getippt. Ah. Das kommt öfter mal vor bei dieser Steuerung, dass man den falschen Buchstaben erwischt. Ja, ja. Da kann man es auch machen. Hingucken. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, deswegen kann ich ja schlaue Sprüche von mir. Wow. Und tschüss. Du hast schon zwei Stahlpfeile gebraucht. Ich wollte mal wieder speichern. Geht's hier irgendwo hin? Nein. Ah, hier, guck mal, hier müssen wir doch. Ja, wenn ihr jetzt ein Hellsehen anhättest hier. Dann würde er genau auf die Felswand zeigen und sagen, hier musst du durchlaufen. Und würde dann die Achseln zucken, falls das könnte. Und würde sagen, na unten, wenn du es nicht schaffst, bist du selber blöd. Was denn das für ein merkwürdiges Geräusch? Die Tür ist wahrscheinlich wieder zugegangen. Ach so, die Tür rattert wahrscheinlich wieder, ja. Hast wahrscheinlich recht. Ja, ja, ich höre es. Das ist ach, die nächste Spiel Drehtür. Ja, und jetzt aber natürlich schnell. Da musst du zeigen, wie schnell du reagieren kannst. Keine kleine Hand. Salz, naja. Das ist sicherlich eingeschränkt. Ob das klappt? Nee.
Ist da jemand? Nein, nein, nein. Versteck dich. Ich darf dich nicht finden, weil die kannst wahrscheinlich, dass du nicht kannst. Nein, die kann da durch. Ich hätte etwas gehört. Die kann da durch. Oh, das ist blöd, dass du dich gesehen hast. Das war jetzt aber nicht klug. Nee. Naja, wir wollen ja alle auch ein bisschen Spannung haben. Ja, also... Blitzschützen. Nahkampf. Blitzschützen. Ja. Das nehmen wir rechts. Das nehmen wir links. Naja, ein bisschen Blitz. Ja. Resistenz ist in solchen Fällen nie verkehrt. Wir haben es ja mit uralten Vampiren zu tun, sind nicht so ohne. Na, dann gucken wir mal, was sie mitgebracht hat. Vampirstab. Ja. Und der Rest ist nur Trödel. Oh. Ja, und haben auch noch drei. Na gut, aber dann gehen wir erst mal gucken, was hier so ist. Wir können auch aufmachen, wir haben es gar nicht probiert. Da ist nur ihr Bett. Aha. Da ist ihr Bett. Den gucken wir mal ausnahmsweise mal nicht mit. Aha. Wahrscheinlich war der nicht. Oder Blut? Nee, ist ein Vampir, aber eher Blut. Ah, guck mal. Ja, da kann man die Tür aufmachen. Ist das wieder ein? Aber wir müssen jetzt Schluss machen. Oh, ich hätte so gern gesehen, was da drin ist. Das wirst du auch noch können, aber in der nächsten Folge. Na okay. Gut. Tschüss. Tschüss.